Wie wollen wir uns in Zukunft bewegen? Am besten ja so klimafreundlich wie möglich. Zum Beispiel mit Strom aus der Steckdose fürs Auto statt schädlicher Kraftstoffe. Klingt ja einfach und gut. Raus aus dem alten Diesel und rein ins E-Auto. Wir schauen heute mal etwas genauer hin. Herzlich willkommen zum Wissenscheck Elektromobilität. Mittlerweile haben alle großen Marken E-Autos im Programm. 50 Modelle gibt es derzeit in Deutschland. Im Januar wurden rund 7.500 E-Autos neu zugelassen. Klingt alles nicht schlecht? Oder täuscht das? Emissionsfreie Fortbewegung kann so leicht sein. Armin Harich zum Beispiel gleitet mit seinem Schirm und einem winzigen elektrischen Propeller durch die Luft. Aber nicht nur in der Höhe möchte er sich klimafreundlich bewegen. Deshalb hat er sich am Boden auch für ein reines E-Auto entschieden. Es wird auch immer mehr Leuten bewusst, auch bei uns in der Firma, dass das eine sehr interessante, schöne Alternative ist. E-Autofahrer sind noch die absolute Ausnahme. Bisher gibt es nur gut 80.000 in Deutschland zugelassene E-Autos. Von 47 Millionen Pkw insgesamt. Wenn es nach den Beschlüssen des Klimakabinetts geht, soll sich das sehr bald ändern. Okay. Um den CO2-Ausstoß im Verkehr zu senken, sollen im Jahr 2030 mindestens 7 Millionen E-Autos fahren. Als Anreiz ist der staatliche Anteil bei der Kaufprämie nun um bis zu 3.000 Euro höher als bisher. Dazu Steuervergünstigungen, konkret 10 Jahre keine Kfz-Steuer. Die meisten Neuwagen auf deutschen Straßen sind Firmenwagen. Wenn Firmen also auf E-Mobilität setzen, könnte es den Ausbau stark vorantreiben. Manfred Sensburg und seine Kollegen managen die Firmenwagen vieler Unternehmen. Insgesamt mehr als 100.000 bundesweit, wovon 90% noch immer Diesel sind. Wird das Klimaschutzpaket daran etwas ändern? Die, die spitz rechnen, sagen, die in Berlin können beschließen, was sie wollen. Solange es sich für mich nicht rechnet, tue ich es nicht. Ich muss den Strom billiger machen und ich muss gleichzeitig das andere teurer machen. Nur dann wird es wirtschaftlich attraktiv. Bedeutet, E-Autos sind nicht konkurrenzfähig, solange der Staat noch Dieselkraftstoff subventioniert. Auf der einen Seite nämlich fördert der Bund mit Hinblick auf den Klimaschutz den Kauf von E-Autos. Auf der anderen Seite wird klimaschädlicher Diesel mit rund 8 Millionen Euro pro Jahr unterstützt. In Berlin bin ich mit Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung verbunden. Guten Tag, Frau Kempfert. Guten Tag, ich grüße Sie. Ja, einerseits heißt es ran ans E-Auto, andererseits wird Diesel von der Bundesregierung weiterhin subventioniert. Das ist ja auch irgendwie paradox, oder? Ja, es ist paradox und sollte auch möglichst schnell abgeschafft werden. Wir selber fordern das schon seit über 10 Jahren, dass man die Dieselsteuererleichterung abschafft, sprich auch die Dieselsteuer erhöht. Denn solange die Vorteile eben für konventionelle Antriebe noch da sind, hat man es sehr schwer, wenn man was Neues in den Markt bringen will. Gerade die Kaufprämien für Elektroautos sind dann rausgeschmissenes Geld, wenn man auf der anderen Seite nicht korrigiert. Aber warum werden denn fossile Brennstoffe überhaupt weiter subventioniert? Warum macht die Bundesregierung das? Ja, indirekt subventioniert ist diese Dieselsteuererleichterung, wurde mal eingeführt, indem man eben gerade auch den Lastwagenverkehr fördern wollte im Zuge der deutschen Einheit. Das macht heute keinen Sinn mehr. Man tut sich da offensichtlich sehr schwer ranzugehen, gerade weil man ja auch weiß, dass man hier eine Steuererhöhung braucht. Man wird jetzt einiges sehen oder ein bisschen eine Steuererhöhung sehen bei der CO2-Besteuerung, die ja kommen wird im Rahmen des Klimapaketes. Da wird diese leicht erhöht werden. Aber nochmal, man müsste hier deutlich mehr machen, die Vorteile konventioneller Antriebe runterfahren, um dann eben auch die neuen Antriebe ins System zu bekommen. Schauen wir noch mal kurz in Richtung Produktion des E-Autos. Der wichtigste Rohstoff dafür, das Lithium, das kommt überwiegend aus Südamerika. Dort werden beim Pumpen, beim Ernten, Reinigen und Verarbeiten enorme Mengen CO2 ausgestoßen. Ist eine langfristige Minimierung der Treibhausgasemissionen durch den Einsatz von E-Autos trotzdem möglich, Ihrer Meinung nach? Eindeutig ja, aber es muss vor allen Dingen darum gehen, dass man jetzt nicht heute alle Fahrzeuge, die wir in Deutschland oder weltweit haben, mit E-Autos ersetzt und dann haben wir das Problem gelöst. Es muss um eine Verkehrsvermeidung gehen, um eine Optimierung, mehr Verkehr auf die Schiene, aber auch klimaschonende Antriebe für den Schwerlastverkehr beispielsweise. Auch das brauchen wir auch. Also in der Summe ist es richtig, die E-Autos produzieren mehr Emissionen bei der Produktion. Wenn sie aber Ökostrom tanken, ist die CO2-Bilanz deutlich besser.
besser, aber wir brauchen wirklich Mobilitätsdienstleistungen in der Zukunft, sodass E-Autos einen Beitrag liefern können, aber eben nicht den, so wie es heute, wie wir es heute kennen, sondern deutlich minimiert. Wie lange müssen wir dann eigentlich ein E-Auto fahren, bis es sich klimatechnisch rechnet? Ja, wenn man nur die Treibhausgasbilanz berücksichtigt und den heutigen Strommix, müsste man über mehrere 10.000 Kilometer fahren, damit es sich rechnet. Aber wenn man Ökostrom tankt, in Anführungsstrichen, wird die Treibhausgasbilanz deutlich besser. Aber auch dann durch die Produktion des E-Autos werden eben Emissionen verursacht. Deswegen ist es wichtig, dass man möglichst den Verkehr auch vermeidet und alles tut, um ihn auch auf die Schiene zu bekommen, damit wir auch tatsächlich die Emissionen im Verkehrssektor deutlich senken. Frau Kempfert, vielen Dank bis hierher. Wir sprechen gleich noch mal weiter. Laut Bundesregierung sollen bis 2030 rund 1 Million Ladestationen für E-Autos errichtet werden. Die es bereits gibt, muss man aber erst mal finden. Dafür braucht es viele verschiedene Apps und auch ein bisschen Glück. Wo ist denn das jetzt? Und da ist er. Strom leer, Ladesäule her. Also suchen und finden. Oh. Zu kurz. So, jetzt passt es. Super. Also beim Parken muss man so ein bisschen kreativ sein manchmal. Und beim Tanken Nerven bewahren. Es wurde ein Fehler erkannt an der Ladestation. Seit 10 Jahren fährt Alex Holzmeier elektrisch und muss hin und wieder auch Störungen melden, telefonisch. Kann auch passieren, dass die gar nicht wissen, dass die hier steht. Also die haben keinen Überblick, die Betreiber leider. Ne? Und so auch nicht davon, ob und wo eine Säule repariert werden muss. Also ein paar Monate ist Standard und das darf kein Standard sein. Alexander Holzmeier hat stichprobenartig Ladesäulen in Niedersachsen überprüft. Jetzt hat sich natürlich in den letzten Jahren die Zahl der Ladesäulen stark erhöht, aber leider ohne Masterplan. Das heißt, was wir jetzt im Augenblick haben, ist ein total chaotischer Wildwuchs. Auch bei den Preisen. Der steckt. Verbindung okay, ne? Alles super, aber ich sehe immer noch keinen Preis. Ne? Und jetzt kann man natürlich über App gucken. Er hat 2 Apps, um die Ladestationen zu finden und 3, um die verschiedenen Preise zu ermitteln, wenn das Handy Empfang hat. Jetzt muss ich natürlich rechnen, was ist günstiger, jetzt hier für 39 Cent einfach so oder 35 Cent pro Kilowattstunde, aber dafür 2 Cent pro Minute. Ein weiterer Knackpunkt, die Schnellladung. So. Guten Tag. Je nach Fahrzeugtyp kann Ihre Geschwindigkeit mit dem Ladevorgang abnehmen. So wie die Hersteller ja jetzt auch langsam begriffen haben, dass sie sich ernsthaft mit dem Thema Elektromobilität beschäftigen müssen, so müssen das die Ladesäulenanbieter auch machen. Und da ist noch ein weiter Weg. Frau Kempfert, auch hier könnte man fragen, warum nimmt man jetzt nicht Geld in die Hand und schafft schon mal die Infrastruktur? Das könnte doch dann auch ein weiterer Anreiz sein. Ja, Sie haben völlig recht. Das muss auch tatsächlich passieren. Im Rahmen des Klimapakets hat die Bundesregierung auch das mehr vor. Man will ja mit einem CO2-Preis die Steuern etwas erhöhen von konventionellen Kraftstoffen. Dadurch entstehen Einnahmen und das Geld sollte man in der Tat dafür einsetzen, die Ladeinfrastruktur massiv auszubauen. Also neben auch der Schieneninfrastruktur, die wir genauso brauchen, brauchen wir dringend eine bessere Ladeinfrastruktur. Sagen Sie doch mal, was wäre nötig, damit alle Autobesitzer auf E-Autos umsteigen können und würden? Na, wichtig ist, dass man einmal beim Fahrzeugpreis etwas sieht. Das wird auch kommen. Je mehr E-Modelle jetzt auf den Markt kommen, wird auch der Preis sinken. Die Ladeinfrastruktur muss ganz sicherlich ausgebaut werden. Das muss komfortabel sein. Und man braucht aber auch in der Zukunft mehr Alternativen. Es kann nicht sein, dass jetzt alle Autobesitzer sofort umsteigen, sondern man muss auch tatsächlich mehr Mobilitätsdienstleistungen anbieten, weil die Mobilität der Zukunft muss in der Tat auch minimiert werden. Und jeder muss mobil sein, aber eben nicht nur mit dem individuellen Fahrzeug. Wir haben es gesehen, die Mobilität der Zukunft braucht viel Strom. Wie wird der sich dann in Zukunft decken lassen?
Der lässt sich decken, insbesondere durch Ökostrom. Denn in der Tat, wenn wir weniger Verkehrsleistungen haben, also eine Optimierung, intelligente Mobilitätsdienstleistungen haben, wird man auch diese Elektrofahrzeuge mit Ökostrom tanken können, in Anführungsstrichen. Dafür wäre der Ökostrom schon heute vorhanden. Aber in der Zukunft wird man da mehr einen deutlichen Ausbau an Ökoenergien brauchen, also an Windanlagen, Solaranlagen, damit man diesen Bedarf auch decken kann. Was glauben Sie, welche wirtschaftlichen Auswirkungen hätte eine erhöhte Nachfrage von E-Autos? Ja, in der Summe wird man sehen, wie sich die Entwicklung voran oder wie es voranschreitet. Hier geht es darum, dass man neue Jobs haben wird. Man sieht es jetzt ja auch beispielsweise, wenn kalifornische Autobauer nach Deutschland kommen, entstehen erstmal neue Jobs. Auf der anderen Seite wird man auf dem konventionellen Bereich eher einen Umstieg haben müssen. Da kommt es ganz drauf an, wie klug die Autobauer selber sind, wie schnell sie auch die neuen Antriebe herstellen und ob sie auch auf die neuen Mobilitätsdienstleistungen setzen. Denn hier wird die Digitalisierung eine große Rolle spielen. Frau Kempfert, welches Auto fahren Sie eigentlich? Auch schon ein E-Auto? Na, ich bin ausschließlich elektrisch mobil unterwegs, nämlich mit der Bahn oder der S-Bahn oder mit dem Fahrrad in Berlin und bin da komplett klimaneutral. Die Flugreisen, die ich manchmal tätigen muss, die gleiche ich aus oder da spende ich in Klimaschutzprojekte. Also das wird auch die Zukunft sein. Individuelle Mobilität heißt nicht individuelles Fahrzeug, sondern man kann mobil sein und die Digitalisierung spielt uns da in die Hände. Vielen Dank, Claudia Kempfert. Vielen Dank für das Gespräch. Alles Gute nach Berlin. Ich danke Ihnen. Um die E-Mobilität zu fördern, hat die Bundesregierung den Umweltbonus ins Leben gerufen. Das ist im Wesentlichen eine Prämie, die all jenen gewährt wird, die auf ein E-Auto umsteigen. Aber wie kommt man ran an die umweltfreundliche Kohle? Umweltbonus für E-Fahrzeuge. Wie geht das? Wer einen Diesel oder Benziner fährt, aber auf ein E-Auto umsteigen möchte, kann die Prämie beantragen. Das gilt für Privatpersonen, genauso wie für Unternehmen oder Vereine. Alle müssen sich jedoch verpflichten, ihr neu zugelassenes Auto mindestens 6 Monate zu behalten. Beträgt der Nettolistenpreis eines rein elektrischen Fahrzeugs maximal 40.000 Euro, gibt's 6.000 Euro Prämie. Den Umweltbonus finanziert zu einer Hälfte die Bundesregierung, zur anderen Hälfte die Automobilindustrie. Manche Händler geben sogar noch etwas mehr. Beantragt wird der Bonus ausschließlich im Internet unter www.bafa.de. Und das ist eine ziemliche Formularschlacht. Ist der Prämientopf vor Ende 2025 leer, gibt's keinen Nachschlag. Also, wer zuerst kommt, mal zuerst. Ja, das war unser Wissenscheck E-Mobilität. Ich nehme jetzt den Bus nach Hause. Vielleicht erwische ich ja sogar einen, der elektrisch fährt. In Hamburg sind das immerhin schon 37 und in 10 Jahren soll die gesamte Flotte emissionsfrei sein. Das ist doch ein gutes Ziel und gut zu wissen. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss.